Geht es euch auch so? Irgendwie muss man jetzt in der neuen Welt ankommen. Die neue Welt, die neue Wetterwelt ist doch deutlich kälter als die Wetterwelt, die wir in den vergangenen Wochen hatten. Und wir hatten nicht nur jetzt kältere Temperaturen und das erste Mal Nacht- und Bodenfrost, sondern es gab auch Schnee. Grüße Sie und grüße euch. Hier beim Patrick in Niederbayern ist ein Graupelgewitter durchgezogen. Man erkennt das hier auch an den Fallstreifen. Dann in Winterberg beim Thomas gab es die ersten Schneeflocken. Das ist jetzt ein Screenshot aus einem kurzen Video, das er gemacht hat. Und da sieht man die dicken Flocken. Und richtig kräftig geschneit hat es im oberen Vogtland hier beim Andi. Ja, schön rangezoomt. So kann es auch schon im Oktober sein. Am kommenden Wochenende wird es auch noch mal Schnee geben und dann wird wohl erst mal wieder eine Weile Schluss sein. Und dann gab es noch ein paar andere schöne Schauerwolken hier bei Martin im Rems-Murr-Kreis und keine Schauer, sondern noch aus der alten Welt ein Bild vom Carsten, der hier Urlaub gemacht hatte, wie er dazu sagte, seine zweite Heimat am Geroldsee. Am Fuße des Karwendels. Das nehmen wir jetzt auch, weil es so schön einheitlich ist, hier mit dem Blau im Hintergrund als Hintergrundbild, wegen der bunten Karten, die wir drauflegen und die sind vom kommenden Wochenende. Das sind jeweils die Hauptläufe der Modelle. Hier das amerikanische GFS-Modell sieht am Samstagmorgen eine markante Luftmassengrenze über der Mitte Deutschlands mit intensiven Schneefällen. Das ist ja Wochenende. Unter der Woche wird es ein völliges Chaos geben. Das europäische ECMWF-Modell sieht das Ganze erst am Abend um 20 Uhr weiter im Norden, dann allerdings über Berlin. Da würde man sich dann die Augen reiben, wenn man rausguckt und im Laternenlicht dann eben die Schneeschwaden vorbeiziehen sieht. Und das kanadische GEM-Modell macht von Polen bis rüber nach Frankreich ein Schneefallgebiet, ebenfalls eine Luftmassengrenze. Da ist also was im Busch am kommenden Wochenende. Das erkennen wir auch so ein bisschen in den Ensembles. Wir beginnen mit dem Norden. Die Linien, klar, rote Linie ist das Mittel der Luftmassentemperatur aus 30 Jahren in 1500 Meter Höhe und die weiße Linie das Mittel aller Modellberechnungen. Die Einzelberechnungen finden wir in bunt, unten sind die Niederschlagssignale. Wenn wir das sehen, sehen wir erstens, es geht rauf, dann wieder runter, dann wieder rauf, später bleiben wir im langjährigen Mittel. Und fast alle Läufe stürzen hier zum kommenden Wochenende ab und der Hauptlauf hier in hellgrün ist relativ weit unten und es wird nass werden, also so richtig trocken. Wird es auf Dauer nicht, außer in den kommenden Tagen. Das europäische ECMWF-Modell macht es fast identisch, außer hinten raus. Achtet mal auf den Teil hier. Da ist das Mittel der Berechnungen ein bisschen kühler als das langjährige Mittel. Beim europäischen Modell ist es umgekehrt und es gibt zwei Niederschlagsschwerpunkte. Einmal zum nächsten Wochenende hin und dann ein Wochenende drauf, drumherum auch nochmal. Wir gehen in den Süden Deutschlands. Achtet auf den Knick, den gibt es hier nicht. Da geht es nur rauf, da kommt wieder ein deutlicher Wärmeberg. Wir gehen von etwas unter 0 Grad auf fast 15 Grad plus in 1500 Meter Höhe. Danach taumeln wir beim amerikanischen Modell ums langjährige Mittel herum und ab dem kommenden Wochenende kommt es auch hier immer wieder zu Regenfällen. Das ist natürlich alles Regen, weil es da viel zu mild ist. Und das europäische ECMWF-Modell, na, das zaubert dann schon wieder einen kleinen zweiten Wärmeberg daher. Und auch hier haben wir zum nächsten Wochenende hin und danach zwei Niederschlagsknubbel, wo es nass werden soll. Und in den nächsten 10 Tagen soll nach dem europäischen Modell das runterkommen. Man erkennt hier sehr schön auf der Alpen-Südseite die Niederschläge, dann hier die Luftmassengrenze, die fürs nächste Wochenende so viel Niederschlag bringt und der Nordwesten. Die Gebiete hier sind eher durch Föhn bedingt. Das amerikanische GFS-Modell macht es fast ähnlich, auch auf der Alpen-Südseite starke Niederschläge und im Westen Deutschlands, das hier ist die Luftmassengrenze, im Süden allgemein bedingt durch Föhn, immer wieder mit Südanströmung, eben Lee-Effekte. Das bedeutet, da lösen sich die Wolken auf. Und wenn wir dann nochmal 6 Tage draufrechnen, da wären wir am 31. Oktober unglaublich starke Regen- und Schneefälle auf der Alpen-Südseite. Um diese Jahreszeit kommt das auf den Gletschern natürlich alles als Schnee runter. Für die Gletscher sehr gut. Und schaut auch mal nach Frankreich rein, wie nass das da werden wird oder werden soll. Und bei uns im Osten nicht so nass.
Das haben gerechnet. Der sogenannte 18er-Lauf aus der Nacht, der 12er-Lauf, der 6er-Lauf und der 0er-Lauf zeigte, dass eher ausgeglichene Regenfälle bis Ende des Monats, da würde der Oktober deutlich zu nass werden. Das zeigt dann eher, dass die Tiefs weniger westlich von uns sind als mehr östlich von uns und wir alle gleichermaßen nass werden würden. Nass wurde es auch gestern in Form von Schauern. 1,5 Liter deutschlandweit gemittelt kamen darunter. Die Sonne war 4,3 Stunden unterwegs, auch relativ gut verteilt. Und in Sachen Tiefstwerte am Boden, gestern hatten wir auf der Alp bis minus 6 Grad. Verbreitet gab es in der Mitte und im Süden Bodenfrost. Und die Tiefstwerte in 2 Meter Messhöhe in der Luft lagen auf der Alp bei 4 Grad plus. Der wärmste Wert im Binnenland, Berlin 7 Grad und an der See 9 Grad. Und die Höchstwerte, die waren dann doch schon ein bisschen gedämpfter. Hatten wir nicht 5 Grad in den östlichen Mittelgebirgen und 16 Grad am Oberrhein? Es waren 5 Grad in den östlichen Mittelgebirgen und 16 Grad am Oberrhein, wobei das schon ein gerundeter Wert ist, es waren 15,5 Grad. Die Wetterlage zeigt hier dieses Hoch, das relativ ruhig erst einmal ist. Im Norden ist es unbeständig und kälter. Und dann haben wir hier dieses Tief vor den Toren Europas. Das beginnt schon wieder Warmluft in Richtung Mitteleuropa zu pumpen. Wir liegen aber noch unter der kalten Luft. Und die Faustregel gilt, Temperatur in 1500 Meter Höhe unter Hochdruck. Wenn es windstill ist in der Nacht, ist das ungefähr der Tiefstwert am Boden. Und dann tut sich was. Der Freitag, da baut sich die Luftmassengrenze so richtig aus. Aus diesem hier und aus diesem entsteht so eine gequetschte Wetterlage. Da ist über Westeuropa dieses Tief. Das sorgt für eine Südströmung. Und hier haben wir über Skandinavien und dem Baltikum ebenfalls ein Tief, sorgt für eine eher östliche Strömung und das Ganze hier bei uns, da haben wir das Hoch. Und dann kommen die Luftmassen zusammen. Dieses Tief pumpt Warmluft nach Norden, dieses dann Kaltluft eben nach Süden. Also richtig geht die Linie hier rum, aber bodennah ist der Ostwind und von Norden kommt die Kaltluft herangezogen. Und ein paar Tage später, nämlich am Montag der kommenden Woche, zieht das Hoch weiter nach Nordosten ab. Und das Ganze vereinigt sich hier zu einem Tiefdruckkonglomerat. Und das ist so nichts Halbes und nichts Ganzes. Zwar recht mild im Osten, nicht mehr so kalt im Westen und Norden. Die kalte Luft verschwindet wieder. Aber dann finden wir uns im ganz normalen Herbstwetter wieder. Mal aus mehr Wolken, mal aus mehr Sonnenschein, mal aus mehr, mal aus weniger Regen. Und der Südosten bleibt immer so leicht in einer Föhntendenz drin, wo es auch ein bisschen milder ist. Der heutige Tag beginnt nicht nur mit Frost, sondern auch mit Nebel im Südosten. Im Norden sind ein paar dichtere Wolken unterwegs mit Regenfällen. Die lassen im Laufe des Tages nach und es gibt noch einzelne Schauer. Ansonsten bekommen wir viel, viel Sonnenschein. Es wird ein angenehmer Tag werden, aber auch windig. Im Süden kommt der Wind meist aus östlichen, im Norden aus nordwestlichen Richtungen und der beißt so ein bisschen. Die Höchstwerte erreichen 7 Grad im oberen Erzgebirge, sonst 8 bis 14. Im äußersten Südwesten, auch so in der Schweiz, bis zu 17 Grad in den wärmsten Regionen. In der kommenden Nacht wird es nochmal frisch. Da bekommen wir vor allen Dingen im Süden Deutschlands wieder die Gefahr von Frost, aber die Pflanzen sind jetzt hier eh mehr oder weniger durch. Morgen starten wir dann im Norden mit vielen Nebelfeldern. Im Süden haben wir hohe Wolkenfelder. Da scheint die Sonne milchig matt, deswegen war auch die Nacht nicht so kalt. Und diese Wolkenfelder ziehen sich immer weiter nach Süden zurück und werden gegen Abend verschwinden. Im Norden setzt sich viel Sonnenschein durch und so von Dänemark her ziehen einzelne Quellwolken mit kurzen Privatschauern zu den nordfriesischen Inseln, später dann auch Richtung Flensburg. Der Wind kommt im Süden aus östlichen, an der See aus westlichen Richtungen und die Höchstwerte erreichen 8 bis 16 Grad. Am Mittwoch kommt von Südwesten ein Regengebiet herangezogen. Das wurde jetzt deutlich abgeschwächt. Das sollte ja mal viel kräftiger sein. Im Vorfeld dieses kleinen Regengebietes haben wir hohe Wolkenfelder. Da scheint die Sonne milchig matt hindurch, manches Mal dann nur noch als Kugel. Und da gibt es auch den Haloring um die Sonne oder die Nebensonnen. Und im Nordosten ist es super sonnig. Es ziehen allerdings von Osten her ein paar Hochnebelbatzen durch. Das Ganze bei stark auffrischendem Ost- bis Südostwind. Die Temperaturen erreichen 8 bis 14 Grad mit ersten Föhneffekten in den Alpen und in der Schweiz. Allgemein sind es schon bis zu 16 oder 17 Grad. Am Donnerstag baut sich die Luftmassengrenze auf. Im Norden ist es trüb mit Regen, 7 bis 11 Grad maximal. Im Süden haben wir kompakte Wolkenfelder und Sonnenschein dazwischen. Auf der Alpen-Südseite fällt etwas Regen, 12 bis 18 am Nordrand der Mittelgebirge und der Alpen bis zu 20 Grad. Da haben wir sie wieder, die 20 Grad. Am Freitag wird es im Norden vorübergehend freundlicher mit sehr kräftigen
kräftigem Ostwind und kühl. Im Süden mit Föhn wieder bis zu 20 Grad, auf der Alpensüdseite Regen. Und dann kommt sie, die Luftmassengrenze. Und da habe ich nochmal den direkten Modelloutput genommen, der das so zeigt. Um die Mittagszeit mit dem Schneefallgebiet hier bei unseren Nachbarn in Polen beispielsweise, da schneit es richtig. Und auch die Schneekoppe bekommt eine richtige Schneekuppe ab. Im Südwesten ist es eher Regen, im äußersten Norden sind ein paar Schauer unterwegs. Und ihr erkennt hier auch die Linien, in dem Fall sind es schwarze Linien, die Linien gleichen Luftdrucks, die Isobaren, die zeigen den Ostwind an. Und an der Luftmassengrenze, da kann es ganz schön zur Sache gehen. Das ist nur kurz, das gilt nur für ein paar Stunden, aber da kann das völlige Schneechaos durchbrechen, dass sogar auf den Autobahnen nichts mehr funktioniert, dass es Schneeverwehungen gibt, man sieht die Hand vor Augen nicht, es schneit wie Bolle und ein paar Stunden später geht das Ganze wieder in Regen über. Im Süden haben wir so eine Mischung aus Regen, Wolken und Sonnenschein. Der Föhn flackert immer wieder auf zwischen 10 Grad beispielsweise an der Donau und 22 Grad an der Mur. Am Sonntag hält sich so ein bisschen Restkälte im Nordosten. Über den tauenden Schneeflächen bildet sich Nebel. Nach Westen zu fällt Regen, ansonsten kommt nach Osten zu die Sonne heraus. Und die große Zweiteilung der Temperaturen bleibt uns erhalten. Und das ist Sonntag, der 22. Ja, die Überschrift ist richtig. Kommen wir zu den Ensembles. Wir beginnen mit dem Norden Deutschlands. Jetzt müssen wir uns echt an andere Temperaturen gewöhnen. Hier ist alles so um die 10 Grad, Richtung nächstes Wochenende um die 5 Grad. Das ist da, wo diese Luftmassengrenze kommt. Danach geht es wieder Richtung 10 Grad zurück. Natürlich sind ein paar Ausreißer dabei, die gehen Richtung 15 Grad. Andere weiter runter und es ist nass. Sehr nass wird es im Westen. Da geht es mal kurz Richtung 15 Grad. Dann runter und Achtung, da sind ein paar Läufe dabei, die wollen die Luftmassengrenze auch weiter im Süden haben, Richtung Mittelgebirge und auch Richtung Benelux-Länder. Ist nicht 100% sicher, wo die liegt. Das Ganze dann hier bei um die 10 Grad, später leicht zurückgehend und ziemlich nass wird es hier. In der Mitte, da haben wir ähnlich wie beim europäischen ECMWF-Modell diese zwei Cluster der Niederschläge, einmal zum nächsten Wochenende hin und dann Richtung übernächstes Wochenende. Da sind einzelne Läufe dabei, die bleiben unten und sind schon fast frühwinterlich. Der große Rest wird wieder milder mit um die 10 Grad. Im Osten fast sicher, dass die Luftmassengrenze auf die kalte Seite hier kommt. Da sind nur zwei, drei Läufe dabei, die bleiben milder. Der Rest geht ziemlich weit runter, immer wieder mit Niederschlagssignalen. Und das sind ja keine Temperaturen in 1500 Meter Höhe, sondern am Boden. Da hätten wir dann auch tagsüber nur um die 0 Grad, wenn das so kommt. Im Süden geht's rauf mit den Temperaturen und dann bleiben wir auch oben. Immer so um die 10 Grad, was hier nicht eingerechnet ist, ist zum Beispiel Inversion, aber angesichts dieser Tiefdrucklage wird die wahrscheinlich weniger kommen und immer wieder wird es hier nass. Sehr nass würde es in der Schweiz werden, zum Beispiel Genf. Da sieht man, dass immer wieder die Niederschläge aus Westen und Südwesten gegen die Alpen brettern. Eine sehr nasse Angelegenheit, auch alles bei um die 10 Grad, anfangs bei um die 15 Grad. Ein bisschen weniger Regen gibt es dann im Umkehrschluss auf der Alpen-Nordseite in Linz, aber auch hier nächstes Wochenende und übernächstes Wochenende alles um die 10 bis 15 Grad. Hier gibt es keinen Frühwintereinbruch bei über 90% der Berechnungen. Apropos Wintereinbruch, wir schauen mal ganz kurz in die Nordhemisphäre. Das ist die aktuelle Situation der Schnee- und Eisbedeckung. Wir sortieren mal eben, hier haben wir Mitteleuropa, Deutschland, Skandinavien ist schon winterlich und natürlich dann in Sibirien hinten, da ist es weiß. Und in zwei Wochen sieht das Ganze so aus, da wird der Kontinent schon eingeschneit und in Skandinavien bleibt so. Auch nochmal zurück auf dem amerikanischen Kontinent beginnt es jetzt auch mit der Schneedecke. Und wenn jetzt noch eine Schneedecke zusätzlich ins Spiel kommt, wird die Kaltluftproduktion in der Nordhemisphäre vom dritten in den vierten, fünften und sechsten Gang schalten. Das wird jetzt ziemlich schnell gehen. Und im November haben wir dann schon gern mal Winterluft. Die muss dann nur mit der richtigen Konstellation der Tiefs und Hochs auch mal kommen.